Es gibt eine Geschichte, die sollte uns allen Angst machen. Wer Gottesfurcht besitzt, so macht sie ihm Angst. Es kam eine Gruppe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, kriegt eine Frau, o Gesandter Allahs. Sie wollten ihm nach dem Urteil dieser Frau fragen. Was ist der Hukm über diese Frau? Eine Frau betet in der Nacht und fastet am Tag und spendet und tut. Tut bedeutet alles, was wir an guten Taten vom Islam kennen. Sie liest den Koran, sie gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala, gute Taten. Aber am Tage verletzt sie ihre Nachbarn mit ihrer Zunge. Sie lügt über sie, sie lästert über sie, das gesamte Programm. Ihr wisst, wir haben heutzutage Frauen, nicht nur Frauen, mittlerweile auch Männer, die sitzen beinüberschlagend, so übereinander. Dann kaufen sie diese Vogelkürbiskerne von den türkischen Läden, 99 Cent, 3 Kilo Tüte. Was sagst du über die? Und subhanallah, sie findet keine Ruhe im Herzen, bis er über den vollständig gelästert hat. Kennen wir. Das ist eine Sucht. Lass uns die Kürbiskerne kaufen. Ohne Kürbiskerne geht's nicht. Lass uns die Kürbiskerne und anfangen. Und so haben wir diese Leute in dieser heutigen Zeit. Es wurde zu ihm gesagt, diese Frau betet in der Nacht. Wir tun das nicht. Fastet am Tag. Wir tun das nicht. Und diese Frau spendet. Tun wir auch nicht. Aber diese Frau verletzt ihre Nachbarn mit der Zunge. Was sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dass eine Frau, sie beinhaltet Gutes und Schlechtes. Er sagte, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Es gibt nichts Gutes an dieser Frau. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Allahu Akbar. Sie gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Ja Allah, diese Frau hat noch gute Taten und geht ins Höllenfeuer. Wie ist das mit uns, die wir gar keine Taten vorzuweisen haben? Aber unsere Zungen sind schärfer als das Schwert von Khalid ibn Walid. Radiyallahu anhu wa arda. Daher will ich beenden, liebe Geschwister, indem ich euch natürlich eins klar machen möchte. Dass wir niemals das Paradies einfach so erreichen werden, außer wir verbessern unseren Charakter.